erzählen. Und habe mir den Titel gewählt, FOMO oder JOMO. Also JOMO wäre dann die Aussprache, die halt schon angesprochen wurde. Was bedeutet das eigentlich? Also der eine Begriff ist jetzt schon gefallen, nämlich der Joy of Missing Out. Das bewusste Entschleunigen, das bewusste Entschlacken, das bewusste Abschalten. Das andere ist der Fear of Missing Out. Das, was wir ganz oft haben, wenn wir in der Früh zum Beispiel, wenn das Smartphone leer ist und wir nicht die Nachrichten lesen können, man könnte ja was verpasst haben in der Nacht. Ja? Und irgendwo dazwischen eine Balance zu finden, ist eine Kunst, ist eine Kompetenz. Eine, die im Umkreis dieser, nennen wir sie digitalen Kompetenzen, ich bin mit dem Begriff nicht ganz zufrieden, aber in diesem Dunstkreis zu finden ist, nämlich wie gehe ich mit den Informationen, wie gehe ich mit Social Networks, wie gehe ich mit diesem ständigen Angebot an Daten, Informationen um. Und da kommt etwas zum Tragen, oder warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Meine Vorrednerinnen und die beiden Vorredner haben es immer schon auch erwähnt, wir sind in einem Zeitalter der Leitmedientransformation. Das heißt, das Analoge, das so schön schon angesprochen wurde, wird nicht abgelöst durch das Digitale, es wird ergänzt. Viele sprechen von einem Leitmedienwechsel, das Buch hat ausgedient, wir arbeiten nur mehr digital. Ich glaube, das ist ein Blödsinn. Ich glaube, es geht eher darum, dass das Analoge um digitale Medien ergänzt wird, ganz allgemein. Es wird weder das eine noch das andere verschwinden. Und dabei, und da bin ich auch dankbar, dass der Ball eigentlich schon in der Anmoderation aufgenommen wurde, ist das Smartphone heute sowas wie ein Kulturzugangsgerät. Der Begriff stammt von Lisa Rosa, das ist eine Medienpädagogin aus Deutschland, und die hat gesagt, das Smartphone ist viel mehr als etwas, mit dem man telefonieren kann. Es ist etwas, mit dem kann ich die Kultur erreichen. Zum einen kann ich immer und überall nachschauen. Ich sage immer ganz salopp, Wirtshausschlägereien braucht man nicht mehr. Weil wir können nachschauen, wie ein Fußballteam gespielt hat, wie hoch ein Berg ist, wie, keine Ahnung, die Bewertung eines Films ist. Wir müssen uns da nicht mehr drum schlagen. Mussten wir früher wahrscheinlich auch nicht, aber. Aber ich kann immer und überall nachschauen. Ich kann immer und überall mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt treten. Ich bin grundsätzlich Französisch- und Italienischlehrerin. Als ich in der Vor-Smartphone-Zeit im Klassenzimmer gestanden bin, war es für mich ganz schwierig, zu authentischen Texten zu kommen. Da kauft man sich dann einmal ein Le Monde, eine Tageszeitung, und man nutzt die bis zum letzten Schnipsel. Ich meine, ich komme aus Graz, es ist nicht irgendwo. Aber wir hatten schon die Möglichkeit, so ans Le Monde zu kommen, aber andere Dinge waren ganz schwierig. Heute schaue ich auf die Webseite, schaue die Artikel, und ich muss ja alles nicht durchblättern, was ja nicht schlecht ist, das Durchblättern, ganz ehrlich. Aber wenn ich gezielt was suche, dann habe ich 10 Le Monde daheim liegen und ich weiß, in irgendeiner, in der Mitte war der Artikel drinnen. Wo genau? Da geht jetzt nicht viel Zeit drauf. Nicht, dass es schlecht ist, dass ich alles nochmal anschaue, ja? Aber ich kann sehr viel schneller suchen. Und ich kann nicht nur zu Informationen dazukommen, ich kann vor allem auch Informationen, ich kann vor allem auch Kultur produzieren mit dem Smartphone. Das heißt, wir haben mit dem Smartphone, da gibt es so eine zweite Metapher, die ist von Jöran Mus-Mehrholz, der sagt, das Smartphone ist sowas wie Hermines Handtasche mit unausspürbarem Ausdehnungszauber. Das ist das eine Bild. Vielleicht auch, weil man nicht immer alles so drin findet, weiß ich nicht. Und das zweite ist, es ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Wir haben wahnsinnig viele Funktionen drauf und wir nutzen sie aber nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch, weil wir es gar nicht wissen, dass wir es drauf haben. Ich kann zum Beispiel ganz einfach, ich habe ein Diktaphon drauf. Mit dem kann ich Sprache aufnehmen. Für mich als Fremdsprachenlehrerin optimal. Kurze Ausspracheübungen. Und ob sie mir das dann über WhatsApp schicken oder irgendwo hochladen oder per E-Mail, es ist völlig egal. Oder ob ich hingehe und mir das anhöre. Oder ob sie zu mir kommen und ich mir das anhöre, während sie was anderes tun, in Gruppenarbeiten.
Das heißt, ich kann sehr viel, ich kann Fotos machen, ich kann Videos machen, ich habe ein GPS-Gerät bei mir, ich habe eine ganze Bücherei bei mir und noch viel, viel mehr. Es bietet viele Möglichkeiten und im Titel der heutigen Veranstaltung steht ja auch viele Risiken, weil wir lernen müssen, damit umzugehen. Wir als Erwachsene, die wir nicht damit aufgewachsen sind und die wir vermeintlich wissen, wie wir damit umgehen, und die Jungen, die damit aufgewachsen sind, die das als natürliches Element sehen, aber die auch nicht wissen, wie man damit umgeht. Weil die haben eine ganz spezifische Kompetenz drauf, aber dass sie damit umgehen können, davon sind wir weit weg. Ja? Was wir aber haben in der heutigen Zeit, ist ein Paradigmenwechsel im Lernen, im Lehren. George Siemens hat Anfang des 21. Jahrhunderts, 2004, den Konnektivismus als Lerntheorie des 21. Jahrhunderts formuliert. Und dieser Konnektivismus, also es gibt ja verschiedene Lerntheorien und keine ist die richtige, das möchte ich jetzt vorausstellen. Alle haben ihre Vorzüge. Der Konnektivismus hat einen sehr breiten Ansatz. Er sagt nämlich, wir können heute bei Weitem nicht mehr alles wissen. Das Wissen hat eine sehr geringe Halbwertszeit, gerade im technischen Bereich zum Beispiel, wenn es um Medien geht. Ja. Andere Bereiche sind vielleicht ein bisschen fixierter, aber es passiert sehr viel. Die Menschen publizieren viel mehr. So wie damals, als der Buchdruck kam, hat es eine Wissensexplosion gegeben. Auch jetzt ist es wieder so. Ja. Wir produzieren Texte, wir schreiben auf Facebook, wir schreiben Blogposts, wir schreiben auf Twitter, wir schreiben auf was weiß ich, wo wir alles schreiben. Wir schreiben sehr viel und das Ganze wird auch noch gespeichert. Die Briefe, die ich früher geschrieben habe, die sind auch gespeichert in einer Kiste. Mit denen fängt niemand was an. Die Beiträge, die ich blogge, schauen wahrscheinlich auch nicht Millionen Menschen an, also sicher nicht, ich weiß, wie viel es tun. Aber das ist Wissen, das transportiert wird. Ich mache mir meine Gedanken, ich teile die sehr gerne und andere können sie lesen. Aber für mich ist ganz klar, ich kann nicht mehr alles wissen. Das heißt, was muss ich machen, um mit dem Wissen umgehen zu können? Ich muss mir ein Netzwerk schaffen. Und in meinem Netzwerk um mich herum sind ganz viele Knotenpunkte. Und diese Knotenpunkte haben alle eigentlich einen gleichen Wert. Egal, ob das jetzt ein Mensch ist, der den Knotenpunkt ausmacht, oder ob das eine Institution ist, ob das ein Buch ist, ob das ein digitales Medium ist. Ich muss dieses Netzwerk um mich herum aufbauen, pflegen, einzelne Knotenpunkte vielleicht stärken in einzelnen Phasen meines Lebens. Stellen Sie sich vor, Sie möchten kochen, heute am Abend. Und Sie möchten was machen, was Sie noch nie, also sagen wir so, Sie wissen nicht, was Sie kochen möchten. Was tun Sie? Jetzt könnten Sie zum Beispiel Ihren Partner, Ihre Partnerin fragen, oder in der Familie, die Kinder, die vielleicht eher wählerisch sind beim Essen, was könnte ich heute kochen? Mir passiert dann meistens so, weiß nicht, such du aus. Ungefähr. Dann könnte ich ja googeln. Ja? Was sagt mir Google, was man so an Rezepten hat? Das Rezept des Tages. Dann könnte ich, wenn ich schon eine Ahnung habe, könnte ich auf eine spezielle Seite gehen. Also ich nenne jetzt keine, um Verwerbung zu machen. Aber da gibt es ja so Kochseiten, ja? Also mit so Rezepten. Die sind zum Teil zuverlässig, zum Teil nicht ganz so zuverlässig. Da kann es schon sein, dass man sich ein Virus einfängt. Also lieber zu den sicheren Seiten gehen. Dafür muss ich aber wissen, wofür eine Seite die sichere ist. Brauche ich Kompetenz dafür, nämlich die sicheren von den unsicheren Seiten zu unterscheiden. Dann könnte ich ja theoretisch auch jemanden fragen, der gut kochen kann. Du, was könnte ich kochen oder wie mache ich das dann auch? Dann könnte ich auch im Freundeskreis fragen, so was habt ihr heute schon gegessen? Ich könnte ein Kochbuch nehmen, durchblättern und Ideen holen oder eine Kochzeitschrift. Ich könnte beim Nachhause gehen, schnell in einer Rafik vorbei, was man glaube ich nicht tun sollte, aber man kann es tun, und eines dieser Kochzeitschriften einfach durchblättern. Nicht kaufen, nur zur Inspiration. Oder wenn ich jetzt, also zum Bahnhof ist es nicht so weit, aber auf dem Weg dorthin an Gasthäusern vorbeigehen, was steht auf der Karte? Das sind alles Knotenpunkte, die mir Wissen, oder sie geben mir noch kein Wissen, aber sie geben mir Informationen.
die ich dann für mich dementsprechend adaptiere. Und irgendwo muss ich dann sagen, gut, und jetzt ist das Rezept gut, was ich gemacht habe, oder nicht so gut. Aber wenn es gut wäre, dann sollte ich mir das irgendwo aufschreiben vielleicht. Weil vielleicht möchte ich ja noch einmal kochen. Und dann muss ich mit dem, für mich dann schon Wissen, die Information hat für mich einen Wissenswert, die muss ich dann irgendwie weiterverarbeiten. Und auch das ist eine Kompetenz in der heutigen Zeit. Wenn wir es aufs Lernen übertragen, wir können mit dem Smartphone immer, oder auch mit dem Tablet, immer und überall lernen. Theoretisch. Wenn man WLAN hat. Oder Daten. Oder wenn es nicht zu laut ist. Oder wenn man nicht jemanden hat, mit dem man eigentlich lieber sprechen möchte. Wobei, manchmal hilft es vielleicht auch. Also, man könnte theoretisch immer und überall lernen. Die sozialen Medien überschütten uns mit Informationen. Das ist nur ein Ausdruck aus dem beliebtesten unter den Jugendlichen, den beliebtesten Medien, die da so herumschwirren. Es gibt auch noch ein paar andere, die werden heute wahrscheinlich auch noch genannt. Aber der Bildschirm eines Jugendlichen schaut nicht so aus. Weil da würde nicht bei Snapchat 1 stehen, sondern wahrscheinlich 228 ungefähr. Ja? Und bei WhatsApp, das sehe ich gerade nicht drauf, kann stehen, WhatsApp fehlt. Bei WhatsApp wahrscheinlich auch, so in einer Stunde, eine Schulstunde, wenn man mal wirklich nicht aufs Smartphone schaut, 200, 300, 400, 500 Nachrichten passiert. Wie geht man damit um? Es ist ein extremer Zeitfresser. Und wenn man sich in der Früh noch gut einteilt, die Arbeit, dann ist das in Ordnung. Aber was ist, wenn ich aufwache in der Früh und ich habe 500 Nachrichten auf WhatsApp, weil irgendeine Gruppe, die man hat, wahnsinnig lustig über irgendwas diskutiert. Wie gehe ich damit um? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, bin ich der FOMO oder der JOMO-Typ? Sage ich, ich muss das jetzt alles durchschauen, ich werde sonst ganz unrund. Ich muss da jetzt durchscrollen zumindest und dann schauen, ob die Person, die mir wichtig ist, vielleicht auch was Wichtiges geschrieben hat. Es ist eine eigene Entscheidung, auf worauf lege ich Wert. Oder bin ich der, der sagt, okay, passt, irgendeine Gruppe, ich sehe, aha, unsere Musikvereinsgruppe, 500 Nachrichten, was ist der Auslöser? Okay, weg. Ja? JOMO. Ich genieße es, einfach nicht alles zu wissen. Weil das, was wichtig ist, kommt vielleicht eh wieder. Und da habe ich jetzt 10 also ich bin jetzt nicht der Typ, der da panisch wird. Ich bin nämlich in so einigen so Gruppen drinnen und man lernt wirklich dann zu sagen, so gut, lassen wir es einmal so. Vielleicht habe ich dann irgendwann einmal Zeit, mir das anzuschauen und alles, was wichtig ist, kommt eh nochmal. So was, hast du die Nachricht nicht gelesen? So, welche der 500? Hilft dann manchmal, dann wird es auch nochmal zusammengefasst von denen, die es gelesen haben. Aber es gibt wirklich ein paar Strategien, die man sich zu Herzen nehmen kann und die wir auch unseren Schülerinnen und Schülern so mitgeben können, wie man quasi überleben kann. Es ist jetzt nicht bitte der Weisheit letzter Schluss, es gibt auch noch andere. Ich habe einfach einmal 10 Möglichkeiten oder 10 Tipps mir ausgesucht. Das sind vielleicht weniger Strategien als eher Tipps eigentlich, wie man da wirklich so quasi ja, überleben kann. Das erste ist der Mut zur Lücke. Sie können nicht alles lesen, vergessen Sie es. Ja? Schauen Sie, dass Sie für sich das Wichtigste herausfiltern, dass Sie auch damit leben können, einfach nicht alles zu wissen. Man hat ja früher auch nicht alles gewusst und hat auch ganz gut gelebt. Ja? Ich komme zu der Qualität der Medien oder der Meldungen, komme ich noch. Aber versuchen Sie gar nicht erst alles zu lesen. Es ist, umso mehr man das versucht, umso mehr Quellen bekommt man und umso weiter geht man in diesen Sumpf hinein. Ich sage es einmal Sumpf. Es ist nicht so negativ eigentlich, aber Sie kennen das, wenn Sie mit YouTube vielleicht im Unterricht arbeiten wollen und dann hat man in YouTube, schaut sich ein Video an und dann hat man rechts so diese verführerische Leiste, die uns noch andere Videos vorschlägt. Ne? Und da, wenn man da mal anfängt dann zum Weiterschauen, dann ist man vielleicht nicht mehr bei dem Thema, das man eigentlich gehabt hat. Im besten Fall schon. Aber es geht sehr viel Zeit drauf. Das heißt, der Mut auch zur Lücke, auch eine gute Zeiteinteilung ist dabei ganz wichtig. Wie lange nehme ich mir jetzt für die Recherche auf YouTube zum Beispiel? Das zweite ist, sortieren Sie aus.
wenn man mit Social Media, wenn man einsteigt, ist man immer so, boah, das muss ich, da muss ich noch folgen und da muss ich folgen und boah, das ist noch interessant und da ist noch so eine Rezeptseite und da ist eine Informationsseite und boah, die Institution wäre eigentlich auch ganz interessant. Sortieren Sie aus. Schreiben Sie Listen, bevorzugen Sie einzelne Quellen, aber nicht alle. Und achten Sie dabei darauf, dass die Filterblase einigermaßen ausgewogen ist. Das heißt, nehmen Sie sich auch atypische Quellen hinein, damit die Algorithmen, die im Hintergrund berechnen, wie sie so ticken, ein bisschen auf die falsche Fährte gelenkt werden. Weil sonst kriegen Sie das, was wir das Filterblasenproblem nennen, nämlich, dass Sie immer nur die gleichen Quellen kriegen. Ja? Und vor allem, wenn Sie dann nämlich auch nicht noch auf ORF.at oder wo auch immer nachschauen und andere Quellen sich heranziehen, dann wird es schwierig, weil Sie keine Außensicht mehr bekommen. Das ist, wird einigen Amerikanern zurzeit zu Verhängnis. Aber diese Filterblase ist bitte nichts Neues. Ja? Ich habe eine Schwiegermutter. Ich mag sie nicht sonderlich, sie mich auch nicht. Sie ist nicht auf Social Media, das heißt, sie wird das nie hören. Aber sie erklärt mir zum Beispiel, das ist ganz einfach, sie liest genau eine Tageszeitung, die Kronenzeitung. Und alles, was in der Kronenzeitung steht, ist wahr. Ja, absolut. Also wahrscheinlich oder weniger, also ich habe es aufgegeben, mit mir darüber zu diskutieren. Aber im Grunde genommen hatten wir früher ja auch, viele hatten früher auch nur einen Fernsehsender, den staatlichen, eine Tageszeitung. Und dass die Kronenzeitung politisch gefärbt ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So wie die kleine Zeitung in der Steiermark, die genauso oft gelesen wird. Auch da hatten wir eine Filterblase. Und wir konnten sie nicht selbstständig regulieren. In Social Media habe ich ein bisschen einen Einfluss zumindest drauf, dass ich mir diese Informationen heraushole. Und ich kann mir ja zum Beispiel, wenn ich möchte, ich kann ja die Kronenzeitung genauso wie den Standard abonnieren. Die Frage ist, welche Nachricht ich dann eher lesen werde. Sortieren Sie aus. Das heißt, scrollen Sie durch, bleiben Sie nicht bei allem hängen. Ordnung ist nun mal das halbe Leben, in Social Media umso mehr. Und vor allem, sortieren Sie die Dinge gleich weg. Wenn Sie recherchieren, also wenn Sie, keine Ahnung, Sie sitzen im Bus, haben kurz Zeit und scrollen einmal durch die Timelines und dann finden Sie hundertprozentig einen super genialen Artikel. Ganz sicher. Und wenn Sie den nicht sofort irgendwo hinspeichern, ist der weg, bis Sie zu Hause sind. Weil das Wissen hat eine, oder beziehungsweise die Zeitstruktur in Social Media ist sehr gering. Oder sehr schnelllebig. Das heißt, bis Sie zu Hause sind, ist es weg. Dann finden Sie es nicht mehr. Sie brauchen ewig lang, um sich zu erinnern, wie dann dieser Wortlaut des Titels war, bis Sie das dann wieder gegoogelt haben und dann alle Möglichkeiten durchgeschaut haben, wo Sie wieder 10 andere gefunden haben. Da geht viel Zeit drauf. Das heißt, gleich die Dinge ablegen, gleich ein Ordnungssystem schaffen. Ich neige mittlerweile dazu, und ich meine, mein Mann ist nicht großartig begeistert, aber ihm die Artikel einfach über WhatsApp zu schicken. Ich nenne das meinen Bildungsauftrag. Es ist halt einfach praktisch. Ich sage es, wie es ist. Aber im Grunde genommen ist es eine einfache Möglichkeit. Oder ich teile es auch gleich mit den Menschen, wo ich glaube, dass es sie interessieren könnte. Das heißt, ich bin auf Twitter sehr aktiv, das heißt, ich leite es auf Twitter zum Beispiel gleich an diejenigen weiter, mit dem, ich habe es noch nicht gelesen, vielleicht ist es für dich interessant oder gerade gefunden, was sagt die Community dazu, dann spare ich mir vielleicht sogar das Lesen und kriege gleich eine komplette Meinung dazu. Und dabei bin ich ja schon, ich muss für mich das richtige Netzwerk finden. Versuchen Sie nicht mit den Netzwerken der Jugendlichen, der Kinder mitzugehen, zwangsläufig. Die Kinder sind heutzutage auf Snapchat und Jodel unterwegs. Es gibt ja in Salzburg ein Jodel, ja? Ich weiß es, ich habe es gerade getestet. Wer kennt Jodel? Das ist wenig. Es waren jetzt, glaube ich, 2 aus allen. Okay. Jodel ist super. Jodel ist so eine Lester-Dating-App. Ja,
wenn Sie Jodel installiert haben, Sie brauchen Sie gar nicht registrieren, Sie installieren es einfach und dann kriegen Sie die Meldungen, was in Ihrem Umkreis gerade passiert. Bis zu, weiß ich nicht, ein paar Kilometern. Das heißt, und das ist, ich habe es nur deswegen installiert, weil meine Studierenden nutzen das sehr gern und ich finde es immer so klasse, wenn sie dann auf Jodel darüber diskutieren, wie fad meine Vorlesung ist. So schnell habe ich mein Handy dann auf den Bildschirm gespiegelt und sage ihnen dann, vielleicht sollten sie sich ein anderes Studium suchen. Darf nicht. Aber also was man da so kriegt, und wenn wir heute schon bei dem Thema Cybergrooming, Sexting sind, was da an Bildern, was da an Informationen verschickt wird, ist komplett ungefiltert. Das heißt, da gibt es Aufrufe zu Sexting genauso wie Aufrufe zu, gehen wir was trinken und machen wir mehr draus. Oder, ich möchte nicht was trinken gehen, sondern machen wir gleich das, was wir dann auch machen könnten. Ja? Wie auch immer, Snapchat ist das Gleiche. Snapchat ist bei den Kindern wahnsinnig beliebt. Hat ja auch so etwas von Inspector Gadget. Diese Nachricht zerstört sich in 3 Sekunden. Funktioniert aber nicht mehr so. Vor allem kann man von jeder Nachricht einen Screenshot machen, theoretisch. Natürlich weiß dann das Gegenüber, dass es da einen Screenshot gibt, aber den gibt es ja dann. Das heißt, wenn ich ein komplett blödes Foto von mir verschicke oder ein verfängliches, dann haben das die anderen. Und es ist nicht so, dass das wieder verschwindet, so wie es eigentlich gedacht war, die App. Und sehr viel, was über Sexting gelaufen ist, als Snapchat aufgekommen ist, ging über Snapchat. Da war man sich sicher, ja, die Nachricht ist in 3 Sekunden weg. Schnell da, ein zweites Mal anschauen, für den Rest muss ich bezahlen, ist okay. Aber im Grunde genommen, ja, ich muss für mich überlegen, welche Netzwerke sind für mich auch wichtig. Was brauche ich beruflich, was brauche ich menschlich, was brauche ich vielleicht aus anderen Gründen, weil meine ganzen Freunde in Amerika, nach Amerika ausgewandert sind, brauche ich vielleicht Skype oder eine Alternative. Lesen Sie mehr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch im Sinne von, ich habe gesagt, mal durchscrollen und schauen, aber Social Media funktioniert nach Clickbaiting-Methoden. Das heißt, die gehen davon aus, umso reißerischer der Titel ist und umso reißerischer das Bild ist, umso eher klicken sie drauf. Und sie haben meistens recht. Huffington Post als Beispiel funktioniert genauso. Keine Ahnung, das ist eine Kartoffel und Sie werden nie erraten, was damit passiert ist. Oder so ähnlich. Also das geht nur reißerisch. Ich schreibe nicht für die Huffington Post, aber die machen das sehr gut. Ja? Man ist immer so geneigt, so, was ist jetzt mit der Kartoffel? Zum Schauen. Also im Grunde genommen führen aber sehr viele dieser Titel dann völlig auf die falsche Härte, weil im Grunde wird die Kartoffel nur gekocht. Ja? Lesen Sie einfach wirklich nicht nur die Überschriften. Und das ist etwas, was ich meinen Studierenden und meinen Schülerinnen und Schülern immer rate. Die Überschrift ist die, die soll locken. Das Bild und die Überschrift, die locken an. Und auch der Untertitel dazu. Aber die Information ist im Text drinnen. Und wenn man sich Huffington Post oder 9gag oder wie auch immer diese Seiten alle heißen, wenn ich mir die anschaue, die haben kaum Content im Hintergrund. Das heißt, denen muss ich eigentlich auch nicht folgen. Weil die Seite, also, oder die Informationen, die ich kriege, die finde ich woanders schneller. Und gebe nicht noch meine Daten her und habe etwas, was meinen Algorithmus beim Suchen ganz stark beeinflusst. Und dann gibt es ja natürlich auch, mittlerweile auch im Fernsehen, den Postillon oder die Tagespresse, wo es auch schon manchmal vorgekommen ist, dass auch Erwachsene drauf reingefallen sind, was da so drin gestanden ist. Ja? Also ich finde es immer sehr köstlich, was sie so für Überschriften haben. Also einige merkt man sich dann ja. Sagen Sie auch zu Personen Nein. Wenn Sie sich mit jemandem befreunden wollen, Freund als sehr inflationäres Wort in Social Media, dann nehmen Sie nicht jede Freundschaftsanfrage an. Das klingt für uns total logisch. Ja? Aber Kinder definieren sich ganz oft über die Anzahl der Freunde, die sie haben. Und nehmen nicht nur die auf, mit denen sie auch im Real Life, im echten, realen Leben Kontakt haben würden. Und dann erzählen sie denen Dinge, die sie im realen Leben denen nie erzählen würden. Ja? Kann man sich vorstellen, man hängt sich ein Post-it auf die Stirn
mit dem Posting, das man auf Facebook postet und jeder, der vorbeilauft, kann sehen. Will ich das? Will ich nicht das? Will ich nicht mit denen befreundet sein, mit denen er eigentlich im realen Leben auf einen Kaffee gehen würde oder so ähnlich? Ja? Auch etwas, klingt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich, aber posten Sie ruhig. Weil die, die immer nur zuschauen, die nennt man beim Lernen Lurker und sonst Stalker. Und die sind nicht so ganz gern gesehen. Das heißt, geben Sie, wenn Sie, Social Media funktioniert nach dem Geben- und Nehmen-Prinzip. Wenn Sie nur Informationen nehmen, werden die Geberinnen und Geber wahrscheinlich irgendwann einmal sagen, und warum bist du eigentlich auf Facebook? Zum Lesen. Mhm. Das heißt, geben Sie auch mal von sich was preis. Aber überlegen Sie dabei wirklich weise, was Sie posten. Und posten Sie nur die Dinge, die Sie nicht quasi mit dem Post-it am Kopf oder am Rücken auch im Leben tragen würden. Früher hat man mal gesagt, poste nichts, was du nicht willst, dass deine Mama liest. Hilft auch manchmal. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, posten Sie das, wovon Sie auch gerne lesen würden. Wenn Sie jetzt gerne das Essen Ihrer Freundinnen und Freunde wissen möchten, was Sie so essen, dann posten Sie ruhig auch mal Ihr Essen. Aber rechnen Sie damit, wenn Sie Ihr Essen posten, dass Sie Essenspostings Druck kriegen. Ja, und vielleicht dann damit gar nicht so glücklich sind. Es gibt auf Twitter so einen Trend, der heißt Schuh-Tweet. Da posten Menschen in der Früh ihre Füße. Manchmal ist das besser als das Gesicht. Aber sie posten ihre Schuhe und sagen guten Morgen. Und so, also das ist so ein Ritual, das ist der tägliche Schuh-Tweet. Das ist ein Ritual geworden. Und das heißt einfach, wir haben nur 140 Zeichen gehabt bislang auf Twitter. Da geht nicht so viel. Und es ist ein guten Morgen an alle, die auf dem Fuß dann markiert sind. Ist ein Ritual. Wenn ich da nicht mitmachen möchte, dann sollte ich meine Füße auch nicht fotografieren. Ja? Aber sehen Sie dabei Social Media ruhig als eine Ressource an. Das heißt, das Netzwerk sollte gerade im Bildungskontext als Weiterbildungsmöglichkeit so etwas wie eine Datenbank für Sie sein, ohne persönliche Befindlichkeiten. Nehmen Sie es, und auch für die Kinder, ganz wichtig, nehmen Sie es nicht übel, wenn Sie mal was posten und es liked niemand. Für Kinder ist es die Katastrophe ohne Ende. Wenn Sie keine Daumen kriegen, wenn Sie keine Herzen kriegen, YouTube-Stars gehen sogar so weit, so wirklich die Fans danach anzusprechen, so, warum habt ihr bitte das letzte Video nur 2,8 Millionen Mal geliked und nicht 2,9 Millionen Mal wie das vorletzte. Ja? Das heißt, man verfällt da auch schnell in einen eigenen, zu einem Trott, dass man wirklich diese Aufmerksamkeit auch braucht. Es entwickelt sich eine persönliche Befindlichkeit. Und wenn ich durch diese persönliche Befindlichkeit in ein Netzwerk hineingehe, dann lese ich die Nachrichten ganz anders. Dann poste ich anders. Dann werde ich vielleicht auch offenherziger beim Posten, weil ich möchte ja meine Freunde nicht enttäuschen. Genauso achten Sie darauf, was Sie posten. Posten Sie keine Fotos von Ihren Kindern. Das dürfen Sie nämlich nicht. Paragraph 78, Urheberrechtsgesetz, verbietet es uns. Paragraph 42 verbietet uns, Dinge zu posten, von denen wir nicht der Urheber, die Urheberin sind. Das heißt, wenn auf Facebook mal wieder so was Lustiges kommt wie, wir tauschen alle unsere Profilfotos aus gegen Disney-Figuren, dann sagen Sie nein, weil es ist nicht erlaubt. Außer Sie können die Disney-Figur von Hand zeichnen. Wenn Sie das können, dann haben Sie einen künstlerischen Aspekt, dann ist es wieder eine andere Sache. Nicht mal dann. Nicht mal dann, richtig, ja. Wenn ich es verfremde, ja, eh, ich weiß. Das war jetzt, ja, eh. Also machen Sie es einfach gar nicht, ja. Und vor allem auch wirklich keine Fotos von anderen Menschen, von denen Sie nicht das Einverständnis haben. Ja? In Österreich reicht zwar mündlich, aber wer weiß, ob dieses mündliche Einverständnis bleibt. Ja? Das ist die Frage. Und zu guter Letzt, machen Sie Pausen. Nehmen Sie sich die Zeit, lassen Sie sich von Social Media nicht den Rhythmus vorgeben.
setzen Sie sich Zeiten, wo Sie Social Media anschauen. Zeitfenster, so wie man auch sagt, dass man sich Zeitfenster, wenn man arbeiten sollte, konzentriert, oder wenn man arbeiten will, konzentriert, dass man sich Zeitfenster für das E-Mail setzen sollte und dazwischen das E-Mail ausgeschalten haben sollte oder zu haben sollte, das Programm. So sollte auch das Smartphone umgedreht eventuell liegen oder sogar ausgeschaltet sein, um konzentriert arbeiten zu können. Sich wirklich Zeitfenster zu nehmen, wo man sagt, in denen und also zu dem Zeitfenster schaue ich es mir dann an. Und dann auch wirklich einen Wecker, damit man nicht vom Hundertsten ins Tausende gerät. Und machen Sie auch Pausen mit Menschen, die wichtig sind. Schülerinnen und Schüler, ich finde es immer so lustig, wenn die sich nach der Schule treffen, auf also um irgendwo was trinken zu gehen oder wie auch immer, oder im Park zu sitzen. Und dann reden sie nicht miteinander, sondern sie starren alle gegen ihn und dann snappen sie sich nur hin und her. Ja? Also sie fotografieren sie nur gegenseitig, schreiben sie was Lustiges dazu und schicken sie es im Kreis, das könnten sie sich erzählen auch. Ja, sie könnten, sie tun es nicht. Vielleicht werden sie es auch irgendwann einmal lernen. Aber man kann es ihnen auch vorleben. Das heißt, wenn Mütter und Väter mit den Kindern am Spielplatz sind und ständig nur auf ihr Smartphone schauen, wie soll das Kind jemals einen gesunden Umgang mit Smartphone lernen, wenn wir Erwachsene nicht das Vorbild sind? Und wenn wir ständig mal über die Straße gehen, ja, es gibt mittlerweile auch Zebrastreifen, die mir sagen, wann die Kante kommt. Oder auch Gehsteige, die mir sagen, so jetzt kommt eine Ampel am Boden. Weil die Menschen mittlerweile ja so sind. Also nicht mehr Hans Guck in die Luft, sondern auf den Boden. Genauso schlimm. Das heißt, Pausen machen, Vorbild sein, vorleben, dann können unsere Schülerinnen und Schüler, die Kinder ganz allgemein, die Jugendlichen, wirklich sehr viel mitnehmen, vor allem von uns. Das heißt, ob sie jetzt FOMO oder JOMO sind, das ist ihre Entscheidung. Aber überlegen Sie sich, in welche Richtung Sie gehen möchten, was Sie in Ihrer Work-Life-Balance machen können, was Sie brauchen. Brauchen Sie die Ressource, um zu Materialien zu kommen, dann nutzen Sie sie. Aber sich nur in einem sozialen Netzwerk zu verlieren, muss man ganz bewusst sein, welche Knotenpunkte setze ich, welche Knotenpunkte wähle ich. Und noch einmal zum Knotenpunkt. Ein Knotenpunkt kann ein Mensch genauso sein wie eine Institution, ein Buch oder eben ein soziales Netzwerk. Und sie sind eigentlich gleichwertig. Das Einzige, was dieses Gleichwertige ändert, das bin ich in meiner ganz persönlichen Entscheidung. Und am Ende noch meine beiden Blogs, das heißt, ich teile wirklich gern mein Wissen. Da finden sich immer wieder, also die Dinge, von denen ich erzählt habe, finden sich da auch drauf. Und auch die, die ich heute im Workshop noch erwähnen werde, die finden sich dann grundsätzlich auch nochmal beschrieben, wer da nachlesen möchte. In dem Sinn sage ich mal Danke und hoffe, es gibt Fragen.